Wir geben jetzt erstmal die Quests ab, die wir haben. Können hier jetzt noch ein bisschen über die... ja, hier entlang fliegen, gucken, ob wir hier drüben einen besonderen Gegner finden, der eine Quest droppt. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Marschenfangschlitzer. Nein. Ich weiß gar nicht mehr, wo der ist. Irgendwo hier in dem Gebiet müsste der sein. Also hier oder hier. Und zwar ist es so einer, der ist aber ein bisschen größer dann und heißt Graf Uncula oder so. Ich guck grad mal. Wo ist er denn? Wo ist denn Graf Uncula? Ich finde den. Also finde den. So, da ist er nicht. Den erkennt man gleich, wenn man sieht. Sein Riesenvieh. Da nicht. Da nicht. Da ist er auch nicht. 3 Stunden später erfahre ich dann, dass er wahrscheinlich rausgepatcht wurde. Hier hinten. Nö, nö, nö. 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 Ach, so kacke. Nö. Nö. Also irgendwo muss der doch sein. Den rausgepatcht haben sie bestimmt nicht. Oder war der auf der anderen Seite? Schwarzsichel. Das hier ist auch so ein Ding. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der normale Questgegner ist oder ob der so ein, auch so einen Drop hat. Ne, das ist ein normaler. Komisch, komisch. Na jo. Dann werden wir einfach mal wieder zurückfliegen. Und die Quest abgeben. Vielleicht findet man ja später beim Questen. Wenn wir denn noch so lange hier questen, das weiß ich nicht. Also es gibt auch Quests, wo wir hier jetzt ins Wasser müssten, müssten da eine Menge tauchen. Also im nächsten See, hier im Umbravensee. Müssten tauchen, müssten hier von irgendwelchen Lagunenaalen die Schuppen besorgen. Hier von den Morasthydra auch killen und irgendwas besorgen. Naja, Unterwasserquesten ist scheiße. So. Dann gehen wir die Quests mal ab. Und dann werde ich eine kurze Aufnahmepause machen. Und ja, dann weiter questen. Vielleicht machen wir danach auch Innis. Das muss ich mir mal kurz durch den Kopf gehen lassen. So, das brauchen wir nicht. Haben ja accountgebundene Sachen. Dann nehmen wir das hier. Dann das hier. Die Habseligkeiten. Die Schuhe haben weniger Ausdauer.
Aber dafür mehr kritische Treffer. Wir können sie mal mitnehmen. Nun geht. Haben wir 10 Pflanzenteile? Wir haben sogar 15. Elun sei mit euch. Weiter Quest beenden. Wir kriegen wieder so ein Paket. Und da ist wieder Mist drin. So, dann geben wir die Quest hier ab. Der steht immer noch da. Keine Ahnung, wie lange der da stehen Göttin bleiben will. segne euch. Quest beenden. Und wir haben hier Kanalisationspläne. Durchsucht den Grund des Schlangensees nach einem Ablauf. Das ist vielleicht, wenn man öfters mal in die Quests reinguckt, also in die Taschen reinguckt. Wir holen uns jetzt erstmal den Flugpunkt da vorne. Und zwar ist es etwas höher gelegen. Hier ist eine Plattform mit einem Aufzug. Der geht hier hoch. Sieht man jetzt schön. Der wird nur durch die Macht der Natur angetrieben. So, hier ist jetzt Tel Redor. Ali-Stützpunkt. Hier drüben ist der Flugpunkt. Und hier bekommen wir eine Menge neue Quests. Wir können mal annehmen. Angenommen, Boros. Das Schicksal von Turin bringt Verteidiger Idas Brief zu Andari in der Festung in den Wäldern von Terrorcar. Gesund. Bringt eine Erbprobe Verteidiger. vom Todesmord zu Verteidiger Ida. Dionys Acker. Möge das Licht. Sprecht mit Ikuti in der Orebor-Zuflucht. Da haben wir ja schon den Flugpunkt Verstehe von geholt. Herzen. Anakoret Ahurn in Telredor möchte, dass ihr die Ruinen von Bohamu erforscht. Ausgrabungsleiter Konal in Telredor möchte, dass ihr Sporenschwinge tötet. Bringt 6 Fulgursporen zu Ruam in Telredor. Und hier noch mehr Quests. Tötet 10 Marschenfangreiser. Und tötet 10 Morasthydras. So, wir haben eine Menge neue Quests bekommen. Wir werden jetzt erstmal hier drüben die eine Quest machen. Werden die dann noch abgeben und danach werde ich wahrscheinlich die Aufnahmepause machen. Hier ist ja auch ein Gasthaus bei der Zuflucht des Szenarios. Da kann ich mich mal kurz ausloggen. Und wir haben Trank der Wasseratmung bekommen. Für die Morasthydras. So. Wir müssen jetzt. Zack. Müssen wir bis rein? Nein, Ablauf entdeckt. Das hat gereicht. So, dann werden wir uns mal in einen Drachen verwandeln und zurückfliegen. So, das ist ein Sandsteindrache. Bei dem kann man andere Leute mit hinten auf dem Rücken mitnehmen. Der hat hier so einen schönen Sitz. Ist sehr praktisch, wenn man zusammen questet. Oder wenn man niedrigstufigen Freunden hilft und die irgendwo hingeflogen werden wollen, ist das sehr praktisch. Von Metz her schweineteuer, aber es geht, es ist eine einmalige Anschaffung, man kann es ja mit jedem einzelnen Charakter benutzen, wo ich damals dann etwas gekotzt habe, als Blizzard das eingeführt hat, dass man mit jedem Charakter alle nicht fraktionsgebundenen
Reittiere und die, die der eigenen Fraktion angehören, benutzen kann. Und da ich den Sandsteindrachen mit insgesamt 5 Charakteren hatte. Hätten sie das früher gemacht, hätte ich mir eine Menge Gold sparen können und hätte nicht mit allen 5 hochstufigen Charakteren den Sandsteindrachen kaufen müssen. So, wir geben die Quest ab und suchen uns aus einen Ring. Hals brauchen wir nicht, nehmen wir einfach mal den Ring. So, sprech mit Amitiel Nebelgänger beim Posten des Szenarios. Ach, da müssen wir wieder. Ja, das machen wir jetzt auch noch. Das machen wir noch. Und 10 Stunden später. Oh, ich habe keinen Bock mehr. Genau. Ne, da müssen wir jetzt auf die Höllenfeuerhalbinsel zurück. Müssen das da beim Posten des Szenarios abgeben. Und werden direkt wieder zurückgeschickt. Also so weit ist es ja jetzt nicht. Da. Die Zeit kann man mal kurz investieren. Da vorne ist wieder unser Freund, der Teufelsächer. Das nervige Stück. So, dann geben wir mal die Quest ab. Einmal Quest beenden. Kehr zu Isiel Windsänger in der Zuflucht des Szenarios zurück. Jo, immer diese Hin- und Herschickerei. Wie ist eigentlich unser Ruf bei Szenarios? Expedition des Szenarios. Sind wir bald wohlwollend. Sporriga sind wir noch unfreundlich, aber das könnte sich beim Killen der komischen Riesen und so weiter noch ändern. Außerdem haben wir ja noch Quests für dort. Und wir haben die Hälfte zur 85. Es läuft. So, das nehmen wir. Das hier. Quest beenden. Ja, das war so gesehen die letzte Quest hier. Bei der Zuflucht des Szenarios. Gut, dann werden wir uns hier im Gasthaus ausloggen. Erstmal noch ein bisschen verkaufen. Da müssen wir jetzt ein bisschen drauf achten. Gut, der kann weg. Das hier behalten wir, das kann weg. Behalten, weg. Also alles, wo ein Goldstück dran ist, kann man auf jeden Fall verkaufen. Felshätterfleisch braucht man nicht. So, das haben wir. Die Rolle kann man auch verkaufen. Das hier weg. Das hier weg. Gut, dann haben wir das. Den Rest tun wir entzaubern. Ich mache das hier mal zu, weil ich will nämlich in die Muscheln reingucken. 2 Jagalperlen bekommen. Können wir direkt hier das Fleisch weg mit. So, den Ring. Jetzt ist die Frage, welchen Ring nehmen wir denn? Also wir haben hier einen, der hat Crit anstatt. Ne, der hat Willenskraft anstatt Crit. Wir haben hier noch einen, der hat Willenskraft anstatt Crit. Der ist schlechter. Heißt, den können wir auf jeden Fall entzaubern. Und bei dem hier, der hat weniger Intelligenz, aber dafür hat er Willenskraft und Crit. Den könnten wir gegen das Adeptenband austauschen. Adeptenband, so, weg mit. Arkaner Staub brauchen wir immer. Stab,
Wie sieht er denn aus? Ja, genauso scheiße wie der vorher. Ein Streitkolben. Wie sieht der denn aus? So. Nicht so pralle. Füße haben wir schon gewechselt gehabt. Schultern können wir eh nicht gebrauchen. Die Beine brauchen wir nicht. Den Hut behalten wir. Den Hut behalten wir. So, Perlen, das hier. Wir müssen unbedingt mal die Taschen aufräumen wieder. So, das sind alles Questgegenstände. Das hier ist Heiltrank, das ist Mana-Trank, das ist Unterwassertrank. So, die hier, da behalte ich lieber die mit Ausdauer. Gut. Das hätten wir somit auch geschafft. Ja, dann mache ich jetzt eine Aufnahmepause. Heißt, die Folge wird hier enden. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht zuzuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.